Wir beraten heute den Einzelplan 06 des Ministeriums der Justiz und für Europa. Und wir müssen feststellen, wir haben ein neues Ministerium, was nicht mehr mit den alten Ministerien vergleichbar ist. Das Justizministerium hat die neue Aufgaben übernommen. Es ist zuständig für Europa, es ist zuständig für IT und damit auch für den Staatsbetrieb Sächsische Informationsdienste. Damit ist das Ministerium ein zentraler Punkt für die Verwaltungsmodernisierung hier in Sachsen. Und es ist gut so, dass dieses Ministerium in FDP-Hand ist. Wir haben die ersten Schritte in der Staatsmodernisierung erlebt. Wir haben die ersten Punkte gemacht in der Novellierung des Baumschutzrechts in den eigenen Gärten und wir werden weiter fortfahren. Als nächstes wird das Widerspruchsverfahren bei bestimmten Justizverwaltungsakten abgeschafft werden, bis hin zum Ende der Legislaturperiode das Widerspruchsverfahren in fast allen Verfahren abgeschafft haben. Wir werden auch weiterhin als FDP darauf drängen, dass die Novellierung des Denkmalschutzgesetzes stattfindet, insbesondere dass dort bürokratische Hemmnisse abgebaut werden. Wir sind beim Thema Bürokratieabbau auf dem richtigen Weg, und das ist ein Verdienst des Justizministeriums, das diese Aufgabe mit übernommen hat. In Zeiten der Haushaltskonsolidierung kann ein Ministerium wie das Justizministerium nur einen kleinen Konsolidierungsbeitrag leisten. Es hat den gesetzlichen Justizgewährungsanspruch zu erfüllen. Gleichwohl darf man nicht verkennen, dass auch das Justizministerium hier einiges geleistet hat, indem es am Stellenabbau mitgewirkt hat. Wir haben immer noch eine maßvolle Ausstattung der Justiz. Die Expertenanhörung hat da durchaus unterschiedliche Ergebnisse gebracht. Meines Erachtens ist die personelle Ausstattung der Justiz nach wie vor ausreichend, um den Justizgewährleistungsanspruch zu erfüllen. Wir haben in den Beratungen des Haushaltes einige Schwerpunkte gesetzt. So haben wir von den Regierungsfraktionen die Opferhilfe gestärkt. Wir geben 200.000 Euro zusätzlich in diesem Bereich, um den Opfern von Straftaten eine entsprechende Hilfe zukommen zu lassen. Wir haben ferner dafür gesorgt, dass die Suchtberatung, die in den Gefängnissen stattfindet, von externen Stellen deutlich gestärkt wird. Wir hatten bislang auf 200 Gefangene im Jugendstrafvollzug einen Suchtberater und auf 400 Gefangene im Strafvollzug. Das ist deutlich zu wenig. Insbesondere, wenn man weiß, dass Drogenprobleme eine der Hauptursache für Kriminalität und für eine Rückfälligkeit sind. Und deshalb ist es gut, dass wir diese Posten entsprechend mit erhöht haben. Wir haben in der Justiz dafür zu sorgen, dass wir zügige Gerichtsverfahren haben. Sachsen ist in vielen Gerichtsbarkeiten hier ein Vorbild innerhalb des Bundesländervergleiches. Im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeiten haben wir hier noch Aufholpotenzial. Ich denke, dafür brauchen wir keine zusätzlichen Stellen, sondern eine bessere Organisation in der Gerichtsbarkeit, in der Fachgerichtsbarkeit. Und deshalb wird die FDP gemeinsam mit ihrem Ministerium auch weiterhin ihre Forderung aufrechterhalten, die Fachgerichtsbarkeiten in der Finanz-, Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit zusammenzulegen, um hier entsprechend weitere Potenziale in der Optimierung zu heben. Herr Lichti, es mag sein, dass es ein alter Hut ist. Sie haben selber mal, Ihre Partei hat eine Bundesregierung mal mitgetragen. Warum haben Sie es dann nicht mitgemacht? Dann hätten wir heute das Problem nicht mehr. Meine Damen und Herren, ich möchte es in Betracht der fortgeschrittenen Zeit hier nicht weiter ausdehnen. Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Einzelplan. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wiesow.